Jo Leute, zurück bei Alien vs. Predator. Und ich musste gerade nochmal hier die Leute töten. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir werden uns jetzt dem da hinten wieder widmen. Ich habe jetzt vorhin, oder jetzt gerade, mich mal um die hier gekümmert. Oh, der Typ. Da ist noch einer. Wir könnten nah genug rankommen, um den hier hinzulocken. Dann würde ich nämlich sagen, kümmern wir uns gleich direkt mal um den. Na? Wie geht's? Also ich habe jetzt festgestellt, wenn man... Wow, wow, wow. Wenn man ins Wasser kommt... Hä? Wie haben die mich gesehen, bitte? Okay, das funktioniert nicht, dann muss ich den so töten. Schade. Die waren so schön alle. Och genau, jetzt. Aus welcher Entfernung scannt mich dieses Geschütz bitte? Meiner Meinung nach sollte das nur so scannen, wie das auch in diesem Bereich da ist, aber... Nun gut, das ist wohl... nicht realistisch für die. Da sind Gegner. Ich weiß aber auch nicht, wie viele. Ich glaube, drei. Okay, der ist ausgeschaltet. Einmal hier rauf. Ich müsste... Ist hier nicht eigentlich ein Geschütz? Hier sind auf jeden Fall zwei Typen. Den locke ich mal da rein. Kann ich nämlich hier hingehen. Ha! Jetzt ist der nämlich ausgeschaltet und zu dem anderen kommen wir auch relativ schnell. Oh shit. Okay. Ausgeschaltet. Wir gehen auch mal als Predator durch die Höhle und gucken mal, ob uns hier was vielleicht begegnet. Geht nichts kaputt, okay. Haben wir hier vielleicht irgendwas zum Einsammeln? Nee. Moment mal. Können wir... Schade, ich dachte, vielleicht könnten wir das sprengen. Aber das geht wohl nicht. So, hüpf mal schnell. So, perfekt. Okay, dann machen wir uns mal unsichtbar. Hier können wir ja den Kopf benutzen. Ah, shit, ich habe was vergessen. Dann mache ich das jetzt schnell. Und zwar wollte ich mich mal aufladen. Beziehungsweise hier mein Geschoss aufladen. Kann man ja auch mal gebrauchen. Okay, nehmen wir mal auf. Was haben wir da? Annäherungsminen. Benutzen Sie 2, um die Minen auszuwählen. Durch Drücken von Maustaste 3 platzieren Sie diese. Halten Sie Maustaste 2 für einige Sekunden gedrückt, um die Mine detonieren zu lassen. Okay. Finden Sie das zweite getötete Jungblut. Haben wir ja jetzt. Okay, genau das passiert nämlich mit den... Wenn man... Eigentlich ist diese Explosion viel größer. Aber nun gut. Jo, ist gut, hör mal. Was ist denn mit euch los? Also da hinten sieht man schon... Da sind noch ein paar mehr. Shit. Ist unsichtbar. Okay. Oh, da ist noch einer. Ich lasse die Aliens jetzt erstmal ihre Arbeit machen. Ich verwechsel das immer. Ah, hier sind diese Minen. Können wir einfach mal hinsetzen. Ich werde aber mal wieder den Laser auswählen.
Hallo. Ah, den kann ich jetzt nicht angreifen, okay. Aber ich kann das Geschütz ausschalten. Das ist ja schon mal praktisch. Naja, obwohl wird sich noch zeigen, ob das so praktisch war. Hier kann ich nicht drauf. Da kann ich aber hin. Okay, der ist tot. Da drüben war auch noch einer. Da ist einer und da ist einer, okay. Oh, da ist noch einer. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unerwartet. Der soll mal wieder dahin gehen. Sind da wieder die beiden? Bleib doch mal bitte auseinander. Ich will die einzeln töten. Wenn die jetzt beide runtergehen, gehen sie aber nicht. Ah, doch. Haha, du Lappen. Okay, dann packen wir uns den jetzt. Och komm, der hat uns gesehen. Naja, okay, ist realistisch. Aber ich bin gleich tot. Ach, da ist auch noch einer. Hä, hey, woher weiß der denn, dass ich da bin? Ach komm, wie hören die mich? Bitte. Schwachsinnig. Wartet mal. Ich will die mal greifen. Oh Mann, warum kann man die nicht greifen? Normal kann man die auch von vorne greifen. Dann gibt es richtig krasse Kills. Also noch brutaler als die von hinten. Hier sind bestimmt noch Sachen. Hier ist nochmal ein Generator. Nehmen wir einfach auch mal mit. Kann ja nicht schaden. So, ich überlege gerade, haben wir hier irgendwas vielleicht noch, was man einsammeln könnte? Also es gibt ja tatsächlich relativ viel immer einzusammeln in den ganzen Durchgängen. Also ich glaube, von den Predator-Trophäen gibt es insgesamt 45 Stück oder so. Also schon ein kleiner Haufen, muss man sagen. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt nicht hier noch im Detail wirklich umgucken, werden wir das jetzt nicht finden. Hier macht das Tor auch auf. So. Das war Nummer 1. Nummer 2. Wie einfach. Ja, das war sehr einfach, würde ich sagen. Dann gucken wir mal, ist hier vielleicht noch irgendwie Predator-Totenköpfe? Hier ist ein totes Alien. Okay, wir können nur hier rauf. Bam! Und erste Mission. Erste? Ich glaube ja. Abgeschlossen. Ist es. Das Preda-Alien. Meiner Meinung nach das coolste von diesen Viechern. Einfach weil es sieht so unglaublich cool aus. Und wer nix über dieses Vieh weiß, das ist das Vieh, was aus dem Predator rauskam, den wir zum Schluss von der Alien-Kampagne infiziert haben. Im Alien vs. Predator-Film taucht das auch auf. Da, wie das passiert und alles, das erzähle ich mal nicht, weil genau dieser Punkt ist halt der Ankerpunkt zwischen beiden Filmen. Aber dieses Alien oder dieser Predator-Alien, was auch immer, oder Preda-Alien, irgendwie so heißt es Vieh, den gibt's schon
länger eigentlich. Den gibt's, damals gab's den schon bei Alien vs. Predator 2000. Da gab's das schon. Und, dann kam Alien vs. Predator 2 raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit Untertitel heißt. Auf jeden Fall kam dann 2 raus. Da konnte man die Rasse sogar spielen. Und hier kann man leider nicht die Rasse spielen, sondern nur ja, gegen die kämpfen. Ist ja wohl kein Geheimnis. Ich meine, ist ganz offensichtlich. Können wir hier eigentlich... Nee, da können wir nicht runter. Wir können nur hier rüber. Ach komm, das ist doch Quatsch. Ich bring mich um. Finde ich übrigens voll dumm, dass ich von sowas sterbe. Also, dann kann ich jetzt wenigstens nochmal neu anfangen. Weil eigentlich möchte ich schon gerne den Typen Stealth killen. Laber nicht, du hast mich nicht gesehen. Bewegt mich einfach nicht. Verpiss dich. Na super. Ist das ein Fail oder ist das ein Fail? Oh Gott, ich warte jetzt einfach nochmal und dann packe ich mir den. Gott, was für ein Fail. So, ich stelle mich jetzt hier hin und warte. Bewegt mich nicht, gar nichts. So, geh mal dahin. Wie konnte der mich mitbekommen? Das ist doch Quatsch, Mann. Lief jetzt nicht so, ne? Wie ihr euch das vorgestellt habt. Da vorne ist Leben. Ach, wahrscheinlich. Lauf in die Mine rein, du Made. Kann ich da nicht hinhüpfen? Wieso sehen die mich? Ich bin unsichtbar. Voll die Scheiße. Lappen. Mine am freien Mann. Tschüss. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte den eigentlich anfallen. So, du Lappen. Du Lappen, du Lappen, du Lappen. Hä, hier sind noch mehr? Ach, da drüben. Okay, ich muss da weitergehen, aber... erstmal gucken, was das... Ach so, zum Aufladen. Machen wir natürlich, kann ja nicht schaden. Guck grad mal, ob hier vielleicht noch irgendwo was rumliegt oder so, aber ich glaube, das war's tatsächlich. Hierauf. Aber wir können auch jetzt nicht darunter, das ist so dumm. So, hierauf. Hier irgendwas. Nö. Nur das Geschütz. Und das ist jetzt ziemlich egal jetzt, weil wir ja dahinter sind. Da ist auch nichts. Da oben sind Menschen. Moment, was braucht man? Schalten Sie den General. Ja. Okay, ich überlege gerade, wie ich vorgehe. Ich werde mal langsam vorgehen. Vielleicht kann ich die ja so stealth killen. Kann ich da rauf? Nein. Hä? Wo sind denn jetzt die Leute? Ah, hier. Warum kann ich den nicht markieren? Okay, shit. Ich könnte den jetzt abschießen, aber
Ja, genau. Geh du mal nach oben. Als ob! Wie will er das bitte gemerkt haben? Und tschüss. Einfach zersplattert die Made. Was erwartet... Was erwarten die denn? So. Hier ist nix, oder? Nö. Hier liegen überall Körperteile rum. Und Körper. Ich bin nicht mehr unsichtbar. Jetzt bin ich wieder unsichtbar. Ich gucke mich natürlich noch mal kurz hier um. Da kann ich nichts erkennen. Okay. Dann mache ich jetzt erstmal kurz einen Schnitt. Meld mich einfach gleich zurück. Und hoffentlich ist dann die Folge mal ein bisschen failfreier als diese. Bis dahin und haut rein. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist.